das Frühlingsfest des Vereins Baldea hier in Mörsk-Merbeck. Hier werden die traditionellen Wurzeln der Stadt Balıkesir aufrechterhalten und neu erlebt. Und aus dem ganzen Nordrhein-Westfalen und wahrscheinlich aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland sind Türken und türkischstämmige Menschen hierher gekommen, um dieses Frühlingsfest zu begehen. Und ich muss sagen, diese Atmosphäre ist wirklich weltoffen. Sie passt wunderbar in die Stadt Mörs als bunte Stadt und als liebenswerte Stadt, als Stadt, die die Menschen mit offenen Armen empfängt. Aber ich darf sagen, auch die Menschen, die hier ihr Frühlingsfest begehen, empfangen uns, die wir hier leben, uns Deutsche, mit offenen Armen. Es ist eine wunderbare, harmonische Atmosphäre. Wenn Sie noch nicht da gewesen sind, Sie sollten es sich dann für das nächste Jahr unbedingt vornehmen, das Frühlingsfest in Merbeck des Vereines Baldea. Zusammengefunden haben, die sich austauschen, und ich empfehle allen, nächstes Jahr vorbeizukommen und sich das auch einmal anzuschauen. Das türkische Essen hat mir sehr gut geschmeckt und ich freue mich jetzt noch auf viele nette Begegnungen. Thank you.
Aber ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich auch die Vertreter und damit die gesamte Delegation aus ihrer Stadt, das darf ich so sagen, Balle Kijir, die Herren, die den weiten Weg auf sich genommen haben und heute Abend hier mit ihnen dabei zu sein und vielleicht auch die ganzen drei Tage. Ich glaube, das ist wichtiger als der Bürgermeister, der hier sowieso wohnt, dass diese Herren gekommen sind. Und ich glaube, das ist nochmal einen ganz besonderen herzlichen Willkommensapplaus wert für diese Delegation. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen auch die Bundestagsabgeordnete der CDU, Frau Kerstin Radomski. Ich glaube, das zeigt auch noch einmal, der Stellenwert einer solchen Veranstaltung ist gar nicht hoch genug anzusetzen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt das erste Mal geschafft habe, hierher zu kommen und diese Atmosphäre, diese ganz besondere Atmosphäre hier zu erleben. Auch ein kleiner Rundgang, den ich bisher erst gemacht habe, konnte mir das schon vermitteln. Und an den Autokennzeichen habe ich gesehen, dass ihr wirklich aus ganz Nordrhein-Westfalen, wenn nicht sogar darüber hinaus, aus der Bundesrepublik Deutschland hierher gekommen sind, um dieses dreitägige Fest zu feiern. Und das ist gut so und das ist schön so, dass Sie hier nach Moers gekommen sind, denn Sie sind hier willkommen. Moers, eine Stadt, in der über 120 unterschiedliche Nationen friedlich und harmonievoll miteinander leben, ist genau die richtige Stadt für Sie. Kommen Sie gerne, auch wenn kein Fest ist, hierher. Wir sind eine bunte Stadt, wir sind eine weltoffene Stadt und wir freuen uns, dass wir Sie hier als Gäste haben und ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen als Gast sein darf. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch hier Freude gehabt haben und sich begegnet sind und vielleicht das ausgetauscht haben, was Ihnen so wichtig ist, dass Sie nämlich Ihre Traditionen aufrechterhalten. Und morgen findet das Ringen statt. Ich bin selbst Sportler, allerdings komme ich aus dem Wasser. Ich habe früher geschwommen. Morgen findet hier Ringen statt. Und ich darf Ihnen sagen, Sport ist etwas, was Grenzen überschreitet, was Kulturen überschreitet, was interessant ist und was die Menschen zueinander bringt. Genauso wie die Kultur etwas ist, was die Menschen zueinander bringen kann, in den unterschiedlichen Facetten. Und deshalb ist es gut, dass Sie dieses Fest begehen und dass Sie sich Ihrer Wurzeln bewusst sind und dass Sie diese Wurzeln auch uns nahe bringen, uns, denen Sie manchmal ein wenig fremd sind. Aber dazu trägt ein solches Fest bei, dass man das Fremde ablegt und sagt, Mensch, da musst du mal hingehen, das ist anders, aber das ist interessant, das ist schön und da lernst du Menschen kennen, andere Menschen kennen. Und sich kennenlernen, das sollte auch das Thema dieser dreitägigen Veranstaltung sein. Ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger hier auch aus der Stadt Moers zu diesem Fest kommen und dass man sich begegnet, kennenlernt und vielleicht die ein oder andere Hürde, die man vorher vor sich aufgestellt hat, sehen, niederreißen kann und sagen kann, ja, das ist schön, dass wir so gemeinsam miteinander leben und das sollte auch das Ziel sein. Ich wünsche Ihnen allen noch eine wunderbare Veranstaltung. Haben Sie ein schönes Fest. Lassen Sie es sich gut gehen hier in Moers und dann kommen Sie auch wieder gut zurück in Ihre Stadt, wo Sie sonst leben. Alles Gute, Sie sind immer herzlich willkommen hier in Moers. Wir sind der türkische Kulturverein Balder und veranstalten jetzt zurzeit unser 14. Frühlingsfest. Wir sind seit 2006 ein gemeinnütziges Verein und versuchen mit unseren Veranstaltungen Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen zu lassen. Und ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr wieder in Moers diese Frühlingsfest, diese Veranstaltung noch mit mehr Publikum aus der Nachbarschaft und wünschen uns auf eine gute Nachbarschaft zwischen den Nationen, zwischen den Menschen, zwischen der Nachbarn.